Jetzt, dadurch, dass ihr, sagen wir mal, so ein, in gewisser Weise ausgewiesene Experten seid für Situationen, die anders hätten verlaufen sollen vielleicht, glaube ich, dass das nächste Spiel, was wir vorbereitet haben, euch ein wenig entgegenkommt. Es geht darum, dass Mitarbeiter von uns gerne mal am Wochenende irgendwas machen. Ich bin da meistens nicht dabei und höre dann immer nur, entweder ich kann mich an nichts erinnern oder der und der ist auf dem Autodach eingeschlafen oder so. Wirklich? Und ja, und das weiß ich eben nicht genau. Ich weiß nur, dass es immer mal wieder vorkommt, dass da schlimme Sachen passieren. Und mich interessiert natürlich genauso wie vielleicht euch, wem das passiert ist. Wir haben jetzt gleich drei Mitarbeiter zur Auswahl. Jakob wird es moderieren und werden in verschiedenen Runden einen spielen. Und das heißt Mitarbeiter Gone Wild. Late Night Berlin Mitarbeiter ihre peinlichsten Stories erzählen, wird es würdelos, bizarr und total schräg. Ich kann nichts dafür, dass dieser ganze Platz auf eine Schräge gebaut. Jetzt bei Mitarbeiter Gone Wild. So. Ja, das. Lange. Sag doch. Also ich werde jetzt das Spiel moderieren, damit Klaas auch mitspielen kann. Ja. Ich kenne die Geschichten. Und wir werden jetzt gleich drei Mitarbeiter aus unserer Firma hier hervorholen. Geil. Und jeweils einer hat eine Geschichte erlebt. Und ihr müsst wirklich nur am äußeren Erscheinungsbild erraten, wem könnte die Geschichte, die wir, ich euch gleich vorstelle, passiert sein. Wenn es stimmt, kriegt dieser Mitarbeiter 100 Euro. Klaas, ich bräuchte das Geld, bitte. Du hast das Geld. Du hast das Geld, bitte, Herr Geld. Hast du immer Kleingeld mit? Da habe ich, ich habe ja 12.000 Euro gefunden von einem Juwelier. Die lagen da rum. Von einem Uhrengeschäft. Leg das mal hier ab. Ja, das ist eine gute Idee. Und hol jetzt die ersten drei Mitarbeiter rein. Bitteschön. Also, Mitarbeiter aus unserer Firma, Daniel, Benny und Lisa. Aber wem ist folgende Geschichte passiert? Welcher Mitarbeiter, welche Mitarbeiterin wurde wegen eines Anschlags auf ein Regierungsgebäude vom SEK verhaftet? Ja, deutlich. Wie? Deutliches Ding. Dürfen wir nacheinander? Oder? Ist, genau, ihr müsst zusammen diskutieren und zusammen euch zusammen diskutieren. Zu einer. Eindeutig Benny. Sieht aus wie so ein Linksradikaler. Aber das ist wahrscheinlich genau die Finte. Das ist genau der Trick, dass wir alle denken, weil Benny, die haben sie extra geholt. Ja, gut, aber so bei Benny muss ich sagen, da gibt es auch familiäre Verbindungen in die linksextremistische Szene. Wirklich? Ich weiß, dass da nahe Verwandte da tief drinstecken. So wie bei mir. Aber vielleicht ist das gerade, deswegen sollen wir denken, dass es Benny ist. Es geht auch natürlich nach dem Äußeren. Geht auch nach dem Äußeren. Bild. Wer sieht so aus wie jemand, der da macht? Also Lisa hat eine Bomberjacke schon mal an. Ne? Ja. Und schwarz, ganz in schwarz. Ganz in schwarz gekleidet. Und ist eine Frau. Ja. Und ist, genau, was ja erstmal heißt. In der Bombe hat was mit einer Bombe zu tun. Ja. Könnte sein. Würdet ihr es Daniel gar nicht zutrauen, Nein. der hier steht? Gar nicht. Nee, Daniel, bin ich Daniel keine Chance. Nee? Das sind so unschuldigen Augen. Daniel hängt da nicht rum in dem Viertel. Nee. Wer war es? Wie, das Lisa, ich bin für Lisa. Nee, ich bin für Benny. Immer noch Ihr müsst für Benny. Zusammen eine Entscheidung treffen. Benny sieht immer noch traumatisiert aus. Lisa? Wir nehmen jetzt zwei gegen einen. Zwei gegen einen? Wollen wir beide für Lisa sein? Ja, bestimmt. Ja, okay. Ja. Ich bin auch für Lisa. Ja. Einstimmig. Einstimmig für Lisa. Wir nehmen Lisa. Ist das, stimmt das? Lisa, ist dir diese Anekdote passiert? Nein. Oh. Leider falsch. Ach so, aber sei klar. Ist ja eigentlich so schlecht, weil jetzt muss die Firma kein Geld bezahlen, richtig? Ja, gibt keinen. Ach, sehr gut. Euro. Super. Herzlichen Glückwunsch, Lisa. Super. Ja, wir wollen hören, was Benny da genau passiert ist. Denn Benny wäre richtig. Ach so, also Mann. Tatsächlich, ja. Was genau hast du gemacht? Warum hast du das denn nicht gemacht, Fari? Ja, das war, damals habe ich bei meinen Eltern noch gewohnt und zu Hause rumgehangen und wir hatten so eine Paintball-Kanone in meinem Jugendzimmer und wir haben das Fenster aufgemacht und einfach rausgeballert und das gegenüberliegende Gebäude war dummerweise das Bundesministerium für Bildung und Forschung. Und unten kam dann Blaulicht an und wir so die Fenster verriegelt, Licht ausgemacht, so getan, als ob man nicht zu Hause ist, wenn die Polizei anraust. Das ist immer gut, wenn es Essig hat. Ja, und die Schlagbolzen haben die Tür eingerammt und 10 Sekunden später lag ich mit Kabelbindern gefesselt in meinem eigenen Jugendzimmer und musste mich erklären. Jetzt muss man natürlich sagen... Und deine Eltern waren weg? Wo waren die Eltern? Waren schon fast. Wenn man 12 Jahre alt ist, dann hat man natürlich allerhand dumme Ideen. Oder wie alt warst du, Benny? 21. Vielen Dank, die ersten drei Mitarbeiter. Vielen Dank. Kein Geld leider. Und hier sind die nächsten drei Mitarbeiter. Oh.
Also, ey, darf ich direkt was sagen? Wenn es was ist, wo ein Sofa abgebrannt ist, dann war es Thomas. Es ist kein Sofa abgebrannt. Die nächste Anekdote gilt, klingt wie folgt. Welcher Mitarbeiter, welche Mitarbeiterin... Ach, scheiße, nochmal dieselbe Karte. Oh, so wird das nichts am Samstagabend. Welcher Mitarbeiter, welche Mitarbeiterin hat sich beim offiziellen Geschäftstermin so betrunken, dass er oder sie über den Schoß aller deutschen Plattenbosse gecrowdsurft ist? Hä? Oh. Welcher Mitarbeiter, welche über Mitarbeiterin den also offizieller Geschäftstermin? Das getan haben? Offizieller Geschäftstermin. Was? Gecrowdsurft? Also so über die Köpfe sich hat heben lassen. Ach. Von den Plattenbossen? Von den Plattenbossen. Und, oh, welcher, okay. Wirklich nur am äußeren Erscheinungsbild, wem traut ihr es zu? Wem traut also, aber Basti, hätten die viel zu tun gehabt, ne? Die Crowdsurfer. Muskeln wiegen wahnsinnig viel. Also Katar ist, muss ich sagen, ist ja hier auch verantwortlich dafür, mit den Gästen Alkohol, das alles zu regeln. Nee, eben nicht für Alkohol. Ach, eigentlich doch sehr zurückhaltend. Jeder Veranstaltung. Das sind ja die schlimmsten auch. Thomas ist doch in leitender Funktion hier tätig, ne? Ja, das heißt aber nicht so viel. Der ist auch in lötender Funktion manchmal. Es ist tatsächlich ist einer der ganz Schlimmen. Der Löde. Also Thomas ist wirklich, es ist absurd, wie er diese, das ist fast wie so ein zweites Leben, was er führt. Also er ist auf der einen Seite Geschäftsführer tatsächlich und auf der anderen Seite wirklich das schlimmste Firebeast, was diese Firma je gesehen hat. Aber dann ist es doch Thomas. Ja, aber richtig. Also auch wie viele Brillen er schon kaputt gemacht hat und wo der immer wieder aufwacht. Aber ich habe alle drei schon mal mit Alkohol in der Hand gesehen. Das will ich wohl sagen. Ja, na gut. Es wird gemunkelt, dass alle schon mal ein Bier gesehen haben. Nee, wir legen uns fest auf Thomas. Ja, wir legen uns fest auf also Thomas. Thomas ist die sichere Bank, aber ja, natürlich war das. Thomas hat mir seine Mutter erzählt, hat mal alle Schnapsflaschen ausgetrunken, während seine Eltern im Urlaub waren, hat er alle Schnapsflaschen, die noch da waren, ausgetrunken und hat dann wie auch immer das Sofa angezündet und dann nur bis auf die Grundfesten runtergebrannt und dann folgte der sogenannte schlimme Oktober mit einigen Sanktionen und hat dafür gesorgt, dass er bis heute genauso schlimm ist. Der schlimme Oktober. Also lösen wir auf. Ja, Thomas. Ein? Thomas ist es. Lock es ein? Ja, wir locken ein. Thomas, ist das deine Geschichte? Welche jetzt? Also, Schlimmer Oktober hat nichts mit dem Spiel zu tun, aber da war ich schuldig, bei dem anderen nicht. Was? Das ist falsch. Leider falsch. Wir sind nicht so gut. Die Geschichte ist passiert. Mir, ja. Dir? Kada, ich hab's Katharina. Ich hab's auch gesagt. Ich hab's gleich gesagt. Wirklich? Ja. Kada, vielleicht erzählst du mal, wie es genau abgelaufen ist. Katharina? Oh Mann, das ist Kada. So der Moment, wo man den Namen mal ganz sagt. Katharina? Ja, es begab sich, dass wir eingeladen wurden, einmal in die VIP-Loge zu gehen. Und da sitzen halt alle Plattenbosse und die in der O2-Arena. Ah, okay. Ja. Er war dabei, Thomas war dabei. Ja. Ich war in meiner Rolle der Repräsentantin ein wenig aufgeregt und habe halt einen Wein nach dem anderen bekommen. Und dann Schnitt, nach der 13. Sektflöte, fand ich mich dann crowdsurfend auf den Schößen aller Plattenbosse und auch unseres Außenministers wieder. Und dann hat man mich auch wieder zurückgeschubst und dann habe ich den Ausgang nicht mehr gefunden und man musste mich raustragen. Stützen. Jetzt kann man natürlich sagen, ja. Jetzt kann man natürlich sagen, hat Katharina das ein bisschen beschönigt extra fürs Fernsehen. Es gibt ein kleines Video, nicht von der Aktion als solcher, aber zumindest ein Video, was deinen Zustand so ein bisschen, Quelle privat, den Zustand so ein bisschen illustriert. Das gucken wir uns jetzt mal an. Oh, ja. Wie waren Sie denn, Nico? Ey, ist doch mega geil! Ey, ohne Scheiß, die Frau war das, obwohl er sich das Bein gebrochen hat, ist immer noch cool. Das war so schön. Ja, okay, auf diese Seite habe ich schon mal gesehen bei ihr, stimmt. Es war leider ja falsch, aber ich würde sagen, 200 Euro ist das wert, oder? Vielen Dank! 200 Euro für die Rechte an dem Video, bitte. Ja, ja? Dankeschön. Ja. Ja, herzlichen Dank, schön, dass ihr mitgemacht habt, Dankeschön. Bleibt mal einen Moment stehen. Ja. Bleibt mal einen Moment stehen. Denn es gibt noch eine Geschichte. Es gibt einen Mitarbeiter, der jetzt hier noch steht. Und der wurde mal in einem Geschäft für einen Obdachlosen gehalten. Wer das war?
Das würden wir dann gleich klären. Oder? Ja, genau. Also diese Geschichte halten wir noch zurück. Da verteile ich vielleicht auch noch ein bisschen Geld, wer weiß. Ansonsten freuen wir uns gerne auf James Bay. Christian Ulm, Fariyadim bleiben noch bei uns. Kurze Pause, gleich sind wir zurück bei Late Night Berlin. Hallo, herzlich willkommen zurück zu Late Night Berlin. Wir sind immer noch mitten im Spiel Mitarbeiter Gone Wild. Das Spiel an sich ist schon mal beendet, aber es gibt noch eine Story, die ich trotzdem gerne erzählen würde. Deswegen gehe ich jetzt mal eben rüber. Mhm. Einer von diesen drei, also du bist es schon mal nicht, aber einer von diesen beiden hier, es könnte wirklich jeder von ihnen sein, wurde mal für einen Obdachlosen gehalten. Und nicht nur das, da ist noch, sogar noch mehr passiert, Basti. Ne? Ja, genau. Wie war das genau? Diese Story, die kannte ich schon, deswegen konnten wir die nicht benutzen. Aber erzähl sie doch ruhig nochmal. Ja, es war ganz einfach. Ich wollte mir ja ein Gitarrenplektrum kaufen im Kreuzberger Laden und habe mir vorher eine Zeitung gekauft. Deswegen sah ich ein bisschen aus wie so ein Motzverkäufer. So. Ich habe mich schon gewundert, keiner hat mich bedient irgendwie in dem Laden. Und auf einmal kam der Typ, dem der Laden gehört, hat mich an der Schulter gepackt und hat gesagt, verpiss dich aus meinem Laden und hat mir noch die Zeitung hinterhergeschmissen. Ja. Der kriegt eine schlechte Yelp-Bewertung. Meine Güte, eine sehr schlechte Yelp-Bewertung. Aber ich sage trotzdem, schön, dass ihr da wart. Wisst ihr alle nochmal, Ja, ist doch egal, lass sie doch, sie hat ja auch gewonnen. So, also, das Geld ist weg, meine Damen und Herren. Und das war Mitarbeiter Gone Wild. Mitarbeiter Gone Wild.